Ja, wir sind im zweiten Stock des Ostflügels und wir sind im Zimmer von diesem komischen Prinzen und der sieht aber nicht so aus wie auf dem Bild. Los, du Fettsack. Hey da, wer seid ihr? Ich glaube nicht, dass ihr zum Burgpersonal gehört. Wie könnt ihr es wagen und erlaubt es, das Gemach des königlichen Prinzen zu betreten? Wisst ihr nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Also wirklich, was für eine Dreistigkeit. Ich könnte sofort Wachen herbeirufen, wisst ihr? Wenn ihr von ihnen nicht gut angepackt werden wollt, würde ich vorschlagen, dass ihr mein Gemach der Stelle verlasst. Ja, okay, Prinz Fettsack. Verschwinde schon. Prinz Arrogant oder was weiß ich, was wir wissen. Hallo. Was sind das hier alle? Aber der ist so verwinkelt hier. Ich hasse dieses Schloss. Managonia ist doof. Eigentlich ist die Stadt total cool. Und im der lange. Aber ich finde kommst hier nie zurecht, ey. Ich gehe nochmal nach oben. Ja, nochmal gucken, was haben wir hier? Was ist das hier? Was ist das denn? Ach, da müssen wir später hin, da sind die Sachen drin. Machen wir es hier hin. Was ist denn das? Was ist das hier? Oh, ist das eklig hier. Noch zwei Schränke. Also stundenlang mit verbringen. Erst Elfenelixier, Dankeschön. Ah, ich glaube, jetzt haben wir es gleich. Ich glaube, Elfenelixier war das mit eins der letzten Dinger, die du kriegst, wenn du es chronologisch machst. Glaube ich. Ach, jetzt einfach runterkommen. Wenn ich mal vergessen habe, Leute, schreibt es in die Kommentare. Dann hole ich das noch nach. Aber so an sich, das meiste haben wir. Hoffentlich. Hoffentlich. Probier hier jetzt. Ich möchte noch gerne mal den Westflügel. Nee, ich möchte noch mal gerne. Ich habe nämlich noch eine Sache, habe ich jetzt gerade gesehen, die ich noch haben möchte. Ja, der hat mich nämlich sonst viel Geld gekostet. Westflügel, ich bin im Ostflügel, okay, dann mal komplett woanders lang. Möchte in den Westflügel. Weißt du, muss das Tor. Nein! Ah, hier. Möchte in den dritten Stock Westflügel. Denn dort erhoffe ich mir noch ein Item. Das ist ja wohl ein Scherz hier. Das ist eine sinnlose Tür. Man kommt schon. Ah, hier lang. Dann gehen wir hier nochmal durch. Dann kommen wir bei dem Prinzen Arsenich gesehen vorbei. Ja, komm. Tschüss, auf Wiedersehen. Der juckt mich jetzt nicht. Ah, Ostflügel, da müssen wir dahin in den Westflügel. Da oben in dem Turm, glaube ich, da müssen wir hin. Tür auf. Hoffe mal, dass das Item da liegt. Wie jetzt, ne? Ja, wir sind im zweiten Stock Westflügel. Jetzt müssen wir noch einen nach oben. Das ist auch immer so schön. Habt ihr mal, wenn ihr das mal, wenn ihr den zu Hause habt, guckt euch mal den Spieleberater an, das offizielle Buch dazu. Wie die Karte von Argonia gezeichnet ist. Boah, da kriegst du ja einen Anfall bei. Das ist so schlecht gemacht, ne? Das sieht so schlimm aus, einfach die Karte. Kommen sie gar nicht bei klar. Aber hier muss doch irgendwo was sein. Ist da? Hallo? Hier ist gar nichts. Doch, hier. Oh, guck mal einer an. Zwei. Solche. Und eine Truhe. Ich glaube, da ist das letzte Item drin, das ich haben möchte. Ja, der Mantel des Maidens. Den möchte ich haben, nicht Magie. Der Mantel des Maidens, ein magischer Umhang, mit dem man Angriffen leichter ausweichen kann. Kann ich den? Der würde sogar Angelo, ja, alles klar, sofort ausrüsten. Jo, Angelo erhält den Mantel des Maidens. Okay, jetzt ist aber auch gut. Schluss mit Genuss, jetzt holen wir uns. Starten wir das Event hier in Argonia, was wir auch richtig machen wollen. Wir sind ja hier, um den Zauberspiegel zu erhalten. Und dazu brauchen wir die, wahrscheinlich die Erlaubnis des Kings. Um die zu kriegen, müssen wir erstmal mit ihm quatschen. Ah. Auch voll cool, der rote Teppich. Wie er darauf läuft, das hört man auch voll. Mach die Pforten auf, ich bin es. Alter, was ein Thronsaal, ey. Tschüss. Ist doch so eine kleine Seitengasse. Kann man ja noch was abgreifen?
Geh mal nach oben, ich guck mal. Ich guck mal eben nach. Jetzt? Na, hier war ich schon. Dann gehen wir jetzt einfach mal straight zu König Clavius. Clavius heißt er doch, ne? Ich kann nur, ne? Ach, oh, dann gibt's noch ein kleines Event. Los geht's. Your Majesty, are you feeling poorly? Did those travelers cause you some trouble? Tja, das war ein schönes Event. Ja, was die Reaktion von ihm ist ganz verständlich. Aber dazu mehr. Später mehr. Jetzt noch nicht. The magic mirror? But it's a precious royal heirloom. Why on earth do you require it? Explain yourself. I understand. However, as I have said, the magic mirror is a treasure of the royal family. I cannot simply give it to you. On your inside now. C'est la vie, I suppose. It was a lot to ask. So now what? How are we going to avenge my brother's death without that mirror? If what you say is true, must have survived a great many ordeals on your travels. That means your fighting skills must be on a par with those of my soldiers. But, Your Majesty, you can't possibly plan to use those travelers instead of royal guardsmen. Well surmised, Chancellor. I rule with a fair hand, but I cannot grant every request that is made of me. However, if the royal family owes someone a debt of gratitude, I consider it my duty to fulfill it. You need the magic mirror. Then accept my request. If you complete the task I set forth for you, may have the mirror. Summon the prince! At once, Your Majesty. The request concerns my son, Prince Charmos. To become king of Argonia, one must undertake a special initiation ceremony. There is some risk to life and limbs, and the prince is unwilling to do it. As a father, the thought of putting my own son in danger pains me. But he must pass the initiation if he is to succeed me to the throne. It is the tradition of our kingdom. I was considering sending a detail of royal soldiers to protect him during the rite. However, I fear it will ruin his reputation. So my request is this. You outsiders will accompany my son to the royal hunting ground. Naturally, this would remain completely confidential. It is vital that everyone believes my son passed the initiation on his own. Your Majesty, Prince Charmos is... What is it this time? The prince has run off again. I'm extremely sorry, Your Majesty. This is all my fault. I'll bring Prince Charmos to Your Majesty as soon as we can find him. As your humble and faithful servant, I beg... You incompetent fool!
Toll, jetzt müssen wir den fetten, nervigen, arroganten Schnösel von Prinz noch aufsuchen, ey. Ach, ist halt nervig. Ja, das ist mit einer der nervigsten und... Boah, das ist denen so gut gelungen, der Charakter, ne? Da muss man echt sagen. Ja, ja. Das ist für die königliche Wache, die brauchen wir hier nicht. Wir müssen jetzt in den Westflügel, da wo wir den Mantel des Meidens hier haben. Da können wir nämlich diesen komischen, einfältigen, nervigen Prinzen finden. Der müsste hier irgendwo, er sich versteckt. Ah, hier. Was soll ich denn tun? Der Prinz hat einen Bruder, der würde sich die Zunge abbeißen und er versuche die Tür zu öffnen. Dann mache ich das. Tür ist verschlossen. Klopfen wir mal auf das Ding. Wer ist da? Du brauchst es gar nicht zu versuchen. Und wenn ihr noch so bittet und bettelt, ich komme hier nicht raus. Und wie ihr bricht die Tür auf, dann beiße ich mir die Zunge ab und gehe elendig zugrunde. Ach, schade, würde er es doch tun. Warum drehen wir die Tür nicht einfach rein? Blöden, einfälliger Prinz, ne? So. Ihr habt gerade schon gesehen, als wir die Truhen da, also die Truhe geöffnet haben. Hier befindet sich doch was Schönes. Ein Mauseloch! Das heißt, es ist wieder Munchie-Action. Munchie hindurchschicken. Jetzt gibt es ein kleines Spielchen, was wir hier machen müssen. Und hierbei müssen wir mit Munchie arbeiten. Ups, Moment. Munchie, wo bist du da? Hier hinter den Burgmauern. Da ist ein Loch und eine Echse. Eine Echse? Was machst du da? Die Echse müssen wir jetzt irgendwie in dieses Loch da buxieren, damit die auch da so reinläuft. Lauf rein! Jawohl! Geschafft! Juhu! Kleine, arrogante, verwöhnte Prinz hat Angst vor Hexen. Was den Initiationsritus natürlich umso geiler macht. Ihr werdet gleich sehen, warum. Lalalala, manche ist wieder da und wir gehen wieder in den Thronsaal. Warum ist die Tür zu? Warum macht denn hier die Tür zu? Ach, ist das nicht herrlich? So ein Prinz müsste man sein, ne? Nee, lieber nicht. Was, das ist doch schrecklich, ey. Das ist wieder so ein Einzelkindleben, ne? Ja, da so ein Einzelkindleben. Nee, ich bin ein verwöhnter Prinz. Lalalala, das einzige Kind meines Vaters. Lalalala, ich bin ein verwöhnter Scheißprinz. Lalalala, du könnt mir nichts. Ich wurde aus irgendeinem Grund angewiesen, hier zu warten. Ich frage mich, ob das mit der Initiation zu tun hat. Vielleicht stimmen die Geräusche, dass Wachen mitgehen sollen, um den Prinzen zu beschützen? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Was willst du? Der Kanzler hat mich angewiesen, hier zu warten, sobald ich den Prinzen aus seinem Bestimmungsort eskortiert habe. Wie wohl die nächsten Fehler laut werden? Mein Gott, du hast aber eine süße Stimme, du. Na gut. Na, wo sind wir eigentlich? Erster Stock. Okay, gehen wir in den Thronsaal. Ah, da steht der arrogante Einzelkind-Schnösel-Prinz schon. Ah, gucken wir mal, was Event sagt.